Okay, 57 GB reichen bestimmt. Jedenfalls für die nächste halbe Stunde, die ich noch aufnehmen möchte. Gut, ich glaube, jetzt müssten die Steine fertig sein. Wenn das, ja, wobei, schauen wir noch nach unseren Schafen nach. Mann, ich kann so mit den Lags nicht spielen. In den letzten Parts war es echt schlimm mit dem Aufnehmen, weil es so geleckt hat. Ich frag mich, warum es jetzt so leckt. Wahrscheinlich will mich Fraps wieder ein bisschen ärgern. Wie in alten Zeiten. Ich sag nur Splinter Cell Let's Play. So. 9 FPS, super. Naja, aber es ist noch spielbar. Könnte schlimmer sein. Nein, 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 ich... jetzt fängt wahrscheinlich Fraps an, dieser... das mir noch mehr auf die Nerven zu gehen. Gut, ich glaube, währenddessen haben wir denn ein paar Strings. Strings, hier zwei Stück. Ich weiß nicht, ob es reicht, aber ich glaube schon. Gut, dann nehmen wir drei Stöcke mit. Hier glaube ich an schon, was ich vorhabe währenddessen, während dieser Zeit. 1, 2, 3. Und 1, 2. Eine Angel. Wir gehen wieder ein paar Fische angeln. Es war voll langweilig, aber egal. Angelt ihr ein paar vielleicht von euch? Ich habe keine Ahnung. Okay. Da war gerade einer. Okay, nochmal. Das ist das spannendste Let's Play ever. Ha! Haben wir einen Fisch gefangen? Nee. Wo ist die Route hin? Da. Konzentration. Das ist ein Psycho-Scheiß. Konzentration. Gleich fangen wir einen Fisch. In jedem Moment. Gleich müsste es soweit sein. Und zwar genau. Und zwar genau. Moment. 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 Jetzt. Wo ist der Fisch hin? Da ist der Fisch. Yay, wir haben einen Fisch gefangen. Einen rohen Fisch natürlich. Den müssen wir zunächst braten, aber wir können den auch unseren Katzen geben. Aber die sind in der ersten Welt, in der Staffel 1 Welt. Ja, und jetzt, während wir angeln, erzähle ich euch ein bisschen was über meine Zeit im Zweiten Weltkrieg, die nie passiert ist. ja. Ha, jetzt, ach komm, diese Route, die will mich doch trollen, ey. Unglaublich. Das ist die Troll-Route. So, legen wir die wieder rein. Ich bin jetzt beleidigt. Ich bin so ein schlechter Angler. Okay, hier können wir jetzt Ziegel reintun. So ein netter Steinziegel. Die müssten jetzt laut der neuesten Version 1.1.5 zu netter Ziegel kommen, genau. Und mit 4 von diesen netter Ziegeln können wir einen Netherbrick setzen, die man auch in der Festung in Nether finden kann. Aber da ich jetzt keine Lust habe, wieder zurück zur Netherfestung zu laufen, mache ich es einfach mal auf diese Methode. Außerdem ist die neu und cool und modern. So, jetzt haben wir noch 4. Zack, jetzt haben wir 4 Netherziegel, sehr schön. Und damit können wir jetzt uns einen Netherziegel machen. Was? Netherziegel? Es gibt Netherziegel? Naja, ihr wisst schon. Ich glaube, da müssen sich die Entwickler von Minecraft noch einen Namen ausdenken. Netter Ziegelstein oder sowas. Keine Ahnung. So, und diesen Ziegelstein, den platzieren wir im Portalraum. Jetzt ist bloß noch die Frage, was machen wir währenddessen? Warten, bis es fertig gebraten ist. Zack. Das ist doch schon mal ein Anfang. Und jetzt machen wir es bei jedem Block. Rennen hin und her. Nee, Spaß, das machen wir natürlich nicht. Wir haben doch bestimmt ein paar Ziegelsteine noch übrig, oder? Ja, natürlich. Steinziegelsteine, oder wie auch immer die heißen. Steinziegel, ja, genau. Ach, die Maya schon wieder.
Die beobachten mich. Hier, da drüben im Dschungel, lauern sie hinter den Bäumen und warten auf mich. Diese Mayas. Naja. Schade, dass sie ausgestorben sind. Es wäre schon mal geil, so eine Maya-Zivilisation kennenzulernen. Das wäre schon mal cool. Die Mayas beobachten mich. Die Mayas beobachten mich, ja. Die Mayas beobachten mich. Sie beobachten mich. Dort drüben im Dschungel voll sind sie und beobachten mich. Diese Mayas, die sind lauern hinter ihren Bäumen und haben bestimmt eine große Siedlung. Ja, die haben bestimmt eine große Siedlung irgendwo. Da gibt es auch sehr viele Kreaturen bestimmt, die wir noch nicht gesehen haben, die die Mayas für sich selbst gezüchtet haben. Oh Gott, was rede ich hier für einen Scheiß, aber egal. So, 13 Liter Ziegel, hurra, ich bin begeistert. Aber wir können hier ein bisschen nachschöpfen. Warum soll ich immer nachschöpfen? Ach ja, richtig, ich bin der Schöpfer der Minecraft-Welt. Ich bin der Schöpfer der Minecraft-Welt. Diese Mayas, die warten da drüben im Dschungel und lauern auf mich. Was? Was rede ich denn hier für eine Scheiße? Es ergibt gar keinen Sinn. Hauptsache es klingt cool und hört sich cool an. Schafe, gib mir eure Wolle her. Gut, ich glaube, es ist langsam an der Zeit, Schäfchen. Ich entlasse euch der Freiheit. Ihr dürft gehen. Was, willst du nicht gehen? Na los, geh weg! Ihr seid frei! Marschiert hinaus! In die Welt! Na los jetzt! Marschiert raus! In die Welt! Hallo? Wie wär's jetzt mit rausmarschieren? Rausmarschieren! Ihr marschiert jetzt aus dem Deutschen raus, raus! Na los jetzt! Was ist denn heute mit euch los? Ihr seid so undiszipliniert! Raus jetzt! Raus aus dem Haus! Was soll diese undisziplinierte Scheiße? Kommt mich wohl die Tür ab, ich glaube, die verwirrt euch ein bisschen. Was ist das? Tür! Na, verdammt, sorry, das wollte ich nicht tun. Nein, nein, nein! Oh Gott, das hätte ich dich fast in den Kopf geschlagen. Tut mir leid, du kriegst ein Getreide als Belohnung. Quatsch, als Entschuldigung. So, Alter, raus! Ihr sollt rauskommen aus dem Haus. Na los jetzt! Raus! Ich will hier wohnen! Das ist kein Ort für euch. Da wohnen Menschen. Menschen wohnen hier. Hä? Ah ja, okay. Ich dachte, die Tür war jetzt gerade total falsch platziert. Okay, aber gut. So, jetzt würde ich sagen, ich vertreibe euch jetzt. Geht weg von meinem Zuhause. Ich will euch nicht mehr haben. Ich habe euch schon... Ihr seid so wertlos für mich wie eine... keine Ahnung, wie eine Prostituierte. Na, danke. Gut, hier ist wieder ein bisschen was fertig gewachsen. Ein paar Kürbisse. Ich schau mal nach meinen Kartoffeln. Die sind noch nicht ganz fertig, glaube ich. Ich bin mir nicht so sicher, weil die Pflanzen, die kenne ich nicht so richtig. Und ich weiß nicht, wann die genau fertig sind. Gut, dann platziere ich jetzt hier die Wolle rein. Natürlich könnten wir das auch mit Holz machen, aber ich baue den Boden von einem Haus gerne aus Wolle. Weil so ein flauschigen Teppich, der sieht ja ganz nett aus. Oder auch nicht. Vielleicht sollte man den grau machen, das wäre eigentlich auch so ein grauer Boden. Wir können ihn ja irgendwann mal ausbessern und zu einem grauen Boden machen, damit wir so eine Art Teppich bekommen. Ach ja, Teppiche sollen ja auch bald eingeführt werden in 1.6, glaube ich, ne? Wird man dann auch sehr häufig finden werden. Damit wir ein paar Accessoires für unser Haus haben. Oh mein Gott, die Wolle reicht nicht. Ich muss die Schafe wieder versklaven. Vielleicht auch nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jetzt haben wir noch übrig zwei Wolle-Dinger. Und die können wir hier an die Tür einbauen. Zack. Und zack. So, reicht perfekt.
Ich hab's euch gesagt, 64 Stacks brauchen wir, also ein Stack. 64 Blöcke meine ich. Also ein Stack, so jetzt. Okay, sieht da ganz nett aus, ne? Bis auf dieses Dach, das nicht vorhanden ist. Jetzt können wir ein paar Fenster noch einbauen und hier eine Tür, damit wir hier zum anderen Punkt kommen. Und zwar sollte es hier sein, so mittig parallel zur Tür natürlich. Hier, dann hier auch noch. Gut, dann haben wir hier so eine Art Wand. Hier können wir ja so ein, hier können wir noch ein paar Wände hinbauen. Und eine Treppe in den zweiten Erdgeschoss. Werde ich übrigens auch bauen, so eine große Treppe ins zweite Erdgeschoss. Aber hier bräuchten wir noch Wolle für diesen Raum hier unten. Da müssen die Schafe wieder drunter leiden. Die Schafe müssen wieder leiden, ja. Okay. Wir haben hier noch ein paar Kakaobohnen, die könnten wir einpflanzen. Tropenholz, aber wir haben keinen Tropenholzbaumstamm. Aber da drüben im Dschungel wäre was. Wir könnten ja einen Baum fällen, ohne dass die Mayas das merken. Ich glaube, dann schießen die mit ihren Blasröhren auf mich. Na, jetzt kommt schon, leck, kommt schon Minecraft, auf zu lecken. So, jetzt. Kommt her zu eurem Härchen. So, hier, ihr dürft euch wieder vermehren. Weil hier gibt es so wenig Schafe. Ihr müsst jetzt dafür sorgen, dass ihr denen die niedrige Population ausgleicht. Und jetzt, ich habe keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Fenster können wir noch platzieren. Hier haben wir noch ein Glas. Aber wo möchte ich die Fenster denn haben? Hier vielleicht? 1, 2. Machen wir hier ein Dreierfenster hin. Glasscherben brauchen wir, stimmt ja. Warum sage ich Glasscherben? Ich sage immer Glasscherben zu den Glasscheiben. Fail. Ja, vielleicht, weil sie bei mir in Real Life immer zu Glasscherben werden. Ich crafte schon vorher raus. Ach komm schon, Minecraft, warum leckst du jetzt so? Magst du mich nicht mehr? So, hier ein paar Glasscheiben, das könnten wir hier auf der anderen Seite ebenfalls noch machen. Später können wir hier noch ein paar Bilder hinpflanzen. Super, super, super. Na, vielleicht sieht ein bisschen unsymmetrisch aus. Hier, jetzt sieht es wieder symmetrisch aus. Glasscherbe oder Glasscheibe, whatever. Ach schön. Langsam nehmen wir hier echt festen Fuß in Staffel 2 ein. Und ich glaube, wir könnten langsam unseren Ofen und das ganze Zeug in unser Haus reinbauen. Aber ich arbeite ja gerne im Freien. So. Und mit einem schönen Ausblick auf den Dschungel. Ach herrlich. Gut, ich glaube, hier bauen wir später erstmal weiter. Wir haben noch 37 Steinziegel übrig. Die können wir hier hinten noch verbraten. Da müssen wir zunächst noch die Erde wieder wegklatschen. Die habe ich ja nur als Grundriss gebaut. Ich habe keine Lust, jetzt eine Schaufel mitzunehmen. Daher mache ich es mit der Hand. Genau, so soll es dann aussehen. Hier ist Clay, glaube ich, ne? Könnten wir mitnehmen. In der nächsten Version wird Clay eine große Bedeutung spielen. Da können wir einiges damit anfangen. Verdammt. Egal, gehört eh dahin, der Block. Dann zack. Wahrscheinlich hört ihr jetzt gerade meine Maus, die zwar, ja, ich habe immer noch keine andere Maus besorgt. Ich habe immer noch diese laute Maus. Wobei, ich glaube, die Musik könnte auch ein bisschen laut sein, ne? Egal. Schwinnen asiatische Musik.
Mann, wir haben hier lauter verschiedene Kulturen im Let's Play. Wir haben hier Mayas, Asiaten. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar muslimische. Ich glaube, ich hau mir ein paar Ich glaube, ich gehe mal in den Wüstenbiom und dann hau ich so eine arabische Musik rein. Ist auch mal ganz nett. Dann hätten wir ein kulturelles Let's Play. So, ich schaue jetzt noch nach, ob alle Seeds hier weg sind. Nicht, dass wir beim Bauen irgendwie behindert werden. So, und hier... Hä? Ich hab's da gerade Man hören, so... Es würden die Schafe nach mir rufen. Was ist los, Schafe? Ist hier ein Creeper vielleicht? Huh, wo ist mein Diamantenschwert? Huh, na los, zeig dich, Creeper. Wo bist du? Wo bist du? Ach, egal. Kein Creeper da. Aber ich sehe dich. Und ich sehe, dass du jetzt nackig bist. Und da hinten auch wieder ein Schäfchen. Bam. Gut, unser Haus nimmt langsam Form an. Jetzt können wir es ja noch in die Höhe bauen. Ich glaube, diesen Baum sollten wir abholzen. Der passt überhaupt nicht ran an unserem Haus. Der behindert ein bisschen unseren Baum. Unser Baum. Unsere Bauweise. Oh Gott. Unsere Baumweise, ja. Gut, ich glaube, ich habe genug jetzt aufgenommen fürs Erste. Was ist denn da? Ah, sowas. Habe ich glatt eine Steinziegel liegen lassen. Und hier wieder ein Schäfchen. Mann, warum gibt ihr denn so wenig Wolle? Ich glaube, in meinem Haus waren sie produktiver. Weil sie unter Zwang lagen, unter Zugzwang. Na, Quatsch. So, Alter. Na, fangen wir jetzt an und ersetzen hier die Wolle, oder die Erde durch Wolle. So. Gut, ich glaube, das müsste fürs Erste reichen jetzt für diesen Part oder für diese Session. Seht, was wir vollbracht haben. Wir haben unser Haus fertig gebaut. Jedenfalls den Grundriss. Ohne Dach. Wenn es jetzt regnet, sind wir aufgeschmissen. ja. Gut, dann würde ich sagen, wir können im nächsten Part ja eine Höhlenerkundung starten. Da kriegen wir bestimmt auch noch ein paar Cobblestones und Kohle und können hier diesen letzten Abschnitt von unserem Haus fertig bauen. Also würde ich sagen, oh Gott, ich habe Angst. Dann würde ich sagen, im nächsten Part machen wir eine Höhlenerkundung. Und bis dahin mache ich jetzt mal Schluss mit unserem Blick auf den Dschungel. Bis zum nächsten Part, Höhlenerkundung. Also, bis dann, ciao. Und ich hoffe, die Höhlenerkundung wird auch dieses Mal größer.